Und das haben ganz viele Menschen nicht auf dem Schirm. Menschen reden über uns sowieso. Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen, Kunden, Kundinnen oder irgendjemand, der mal unseren Namen aufgeschnappt hat. Ist es da nicht viel hilfreicher, wenn diese Menschen, die über uns reden, auch ganz klar wissen, ah, guck mal, ja, Christina Richter, Sichtbarkeit für Frauen, Personal Branding. Dann können die mich ja viel einfacher ins Gespräch bringen und weiterempfehlen. Und das ist für mich die Essenz hinter Personal Branding. Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Und ich kann euch was sagen, ich kann es gar nicht erwarten, euch meine heutige Gästin vorzustellen. Christina Richter, die Gründerin und Geschäftsführerin des Personal Branding Instituts und eine anerkannte Expertin im Bereich des holistischen Personal Branding. Ja, mit mehr als 18 Jahren Erfahrung und einer beeindruckenden Beratungstätigkeit für führende Unternehmen und Persönlichkeiten hat Christina gezeigt, wie man nachhaltige Sichtbarkeit kreativ gestaltet. Jawohl. Und als Autorin unterstreicht sie ihre Rolle als unverzichtbare Stimme im Personal Branding. Und warum Christina unbedingt zu mir in meinem Podcast eingeladen werden musste, das sage ich euch. Sie äußert sich kritisch, aber dezent, bringt Themen auf den Punkt, ist dabei aber angenehm leise. Und das sind Eigenschaften, die ich persönlich unglaublich inspirierend finde und von denen wir alle viel lernen können. Und es wird Zeit, dass wir sie alle nochmal von einer noch persönlicheren Seite kennenlernen. Und ich freue mich riesig, jetzt tiefer in ihr Wissen und ihre Geschichte einzutauchen. Spitz die Ohren und damit willkommen, Christina Richter. Hi! Hi, Shirin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ich habe immer traditionell die erste Frage für alle meine GästInnen. Und zwar, welche drei Hashtags beschreiben dich? Das ist ziemlich einfach. Personal Branding, sichtbare Frauen und Happy Person. Happy Person, schön. Okay, also, da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Hashtag Personal Branding. Ich glaube, durch mein Intro ist ziemlich klar, was damit gemeint ist. Aber möchtest du noch was ergänzen? Du hast mich so toll vorgestellt. Also ich wünsche mir, ich glaube, ich werde mir diese Aufzeichnung von deinem Intro einfach irgendwo auf dem Handy zwischenspeichern. Und dann immer, wenn ich irgendwo hingehe, wo jemand ist, der mich nicht kennt, dann spiele ich das einmal ab, weil das geht wirklich runter wie Butter. Also ganz, ganz toll. Von daher, Personal Branding ist mein beruflicher Alltag. Es dreht sich alles um diese Themenwelt, um Sichtbarkeit, Thought Leadership, wie Menschen sichtbar werden können, dass es zu ihnen passt. Und ja, deswegen habe ich das auch als ersten Hashtag genannt, weil sehr, sehr viel meines Alltags sich genau um dieses Thema dreht. Und sichtbare Frauen ist der zweite Hashtag. Warum hast du den gewählt? Also zum einen, weil mein Buch Sichtbare Frauen heißt und ich damit tatsächlich auch so ein bisschen manifestiert habe, was meine intrinsische Motivation auch hinter dem Support von Frauen steht. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr sichtbare Frauen brauchen. Ich glaube, dass es in vielen Branchen und Fachbereichen tolle Expertinnen gibt, die noch gar nicht so bekannt und sichtbar sind. Und ich versuche eben auch mit meiner Arbeit dazu beizutragen, Frauen sichtbarer zu machen, sie zu motivieren, sichtbarer zu werden. Und dabei auch tatsächlich Spaß zu haben, weil das ist es ja dann am Ende auch, was am besten funktioniert. Ganz genau, und damit kommen wir direkt, und das passt ja ganz schön, Thema Spaß, Hashtag Happy Person. Warum hast du den gewählt? Wie schön! Weil ich glaube, dass ich grundlegend ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch bin. Also natürlich habe ich wie jeder andere Mensch auch Tage, wo ich denke, oh, ich könnte doch einfach liegen bleiben oder das läuft jetzt gerade gar nicht oder das ist richtig blöd. Aber meine Grundstimmung ist immer das halbvolle Glas. Und tatsächlich habe ich so spontan wirklich überlegt, okay, was ist denn jetzt der dritte Hashtag? Also die ersten zwei sind für mich immer so absolute No-Brainer. Aber du hattest es ja angeteasert, dass ich auch eher den professionellen Fokus in meinen Inhalten habe. Das heißt, dieses Persönliche von mir gibt es nicht so oft. Deswegen habe ich mich auch für einen persönlichen Hashtag entschieden. Und ich glaube, diese Grundzufriedenheit ist was, was mich definitiv auszeichnet. Schön, ja. Du sag mal, du bist ja die treibende Kraft beim Personal Branding Institut. War das immer dein Karrierewunsch? Weil ich bin da natürlich jetzt so ein bisschen, ich frage da natürlich so ein bisschen ironisch, weil du hast mir gesagt, dass du mal einen anderen Karrierewunsch hattest.
Richtig, ich hatte mal einen ganz anderen Karrierewunsch. Ich wollte gerne Diplomatin werden. Und das war so während meiner Schulzeit schon ein bisschen so ein Thema, wo ich gedacht habe, das finde ich irgendwie total spannend. Vielleicht auch ausgelöst durch Hollywood-Filme, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo es genau herkam, aber irgendwie fand ich diesen Beruf Diplomatin so spannend. Und während des Studiums hat sich das dann irgendwie so ein bisschen verfestigt. Ich habe in einer politischen Stiftung in Kroatien Praktikum gemacht und dann auch weiterführend für die immer zwischendurch gearbeitet und habe sehr viel Kontakt zu Diplomaten, zu Politikern gehabt. Und das fand ich einfach total faszinierend und total spannend. Bis ich dann die Aufnahmeprüfung für den höheren Auswärtigen Dienst gemacht habe. Und ich wusste, dass diese Aufnahmeprüfung sehr schwer ist. Ich habe mich auch vorbereitet, aber eben nicht genug. Und also ich bin einfach komplett durchgerasselt. Wobei nicht komplett, ich war nicht so schlecht, aber ich war nicht gut genug, um durchzukommen. Und dann war so der Gedanke, okay, jetzt habe ich hier ein Jobangebot. Ich könnte jetzt nochmal fürs nächste Jahr probieren, da reinzukommen. Und irgendwie kam dann der Alltag dazwischen und dann mochte ich meine Arbeit, die ich dann angenommen habe, doch ganz gerne. Und dahin war die Idee mit dem Diplomatenleben. Im Nachhinein bin ich da gar nicht so unglücklich drüber, weil ich mag meinen Werdegang so, wie er ist. Aber ja, das war mein früherer Berufswunsch. Also völlig anders als das, was ich heute mache. Ja, aber ich finde so vom persönlichen Touch deiner Ausdrucksweise und so weiter, finde ich das schon, passt auch immer noch sehr, sehr gut da rein. Also als du mir das nämlich im Vorgespräch verraten hattest, habe ich nämlich gedacht, ja, das passt ganz gut. Also du machst jetzt Diplomatie auf deine eigene Weise und fürs Gute. Also insofern alles richtig gemacht, ne? Ja. Ist ein sehr schöner Vergleich, ja. Ja, und aber ich kann mir auch vorstellen, es ist ja nicht so leicht, wenn Dinge halt nicht so klappen, wie man sich das so vorstellt. Wie gehst denn du damit um? Also vielleicht auch früher im Vergleich zu heute, wenn mal was nicht reibungslos läuft und du neu denken musst. Ich habe da für mich eine sehr klare Vorgehensweise. Wenn ich merke, irgendetwas läuft nicht und es frustet mich und ich bin genervt, dann muss ich einmal darüber sprechen, dann muss ich auch einmal darüber schimpfen, dann muss ich vielleicht auch wirklich einmal richtig genervt und fluchend um meinen Esstisch laufen oder je nachdem, oder ich muss einfach rausgehen und es einmal wirklich so richtig rauslassen. Und dann mache ich das Kapitel zu und mache weiter. Also ja. Ich habe für mich wirklich den Weg gefunden, wenn ich das dann immer weiter unterdrücke oder einfach versuche, irgendwie zu retten oder weiterzumachen, ohne dass ich einmal darüber gesprochen habe und mich einmal so richtig, pardon my English, ausgekotzt habe, dann bleibt es immer hängen, dann bleibt es immer unterbewusst da und dann piesackt mich das jeden Tag wieder aufs Neue. Das heißt, für mich ist ganz klar, wenn irgendwas nicht läuft oder ich mit irgendwas unzufrieden bin, ich muss es einmal wirklich laut aussprechen, ja. Ich muss einmal darüber schimpfen und dann kann ich weitermachen. Und das funktioniert, egal in welchem Kontext. Merken wir uns alle, probieren wir aus, kennen wir vielleicht sogar schon alle. Du sag mal, was war denn der Gamechanger für dich, dass du gesagt hast, ich möchte Fuß fassen im Bereich Personal Branding und da eben auch meine Karriere drauf fokussieren? Was war da für dich der Gamechanger? Also tatsächlich in der Retrospektive mache ich eigentlich seit 18 Jahren Personal Branding, weil ich im Grunde vom ersten Tag meiner ersten beruflichen Tätigkeit, meinem ersten Job in einer kleinen Hamburger Agentur Menschen sichtbar gemacht habe. Also sprich, für mich war Teil meiner Arbeit immer den Geschäftsführer oder den Vorstand des jeweiligen Kunden und dann später auch in der Anstellung. Ich war nämlich vor meiner Selbstständigkeit 10 Jahre angestellt. War auch immer meine Rolle, den Geschäftsführer und den Vorstand sichtbar zu machen. Das heißt, eigentlich war das die ganze Zeit schon Personal Branding, nur wir haben es nicht so genannt. Beziehungsweise, ich glaube, dieser Begriff Personal Branding ist erst dadurch so bekannt und sichtbar geworden, als Social Media und vor allen Dingen natürlich dann LinkedIn aufkam. Vorher war es schlichtweg PR oder Pressearbeit oder Events, Veranstaltungen oder klassisches Netzwerken. Und mit dem Aufkommen von Social Media ist Sichtbarkeit in gewisser Form demokratischer geworden. Also es ist jetzt jedem zugänglich. Jeder kann auf Social Media posten, wann er möchte, zu welchen Themen er möchte und wie er das möchte. Und das war, als ich angefangen habe mit PR, eben noch nicht so. Da brauchtest du entweder jemanden, der PR-Verständnis hat, der das Netzwerk hat, der Journalistenkontakte hat,
Und selbst wenn du die Kontakte hattest, der Journalist war immer so ein bisschen der Gatekeeper, ne? Also du kommst nicht in meine Zeitung, weil das Thema nicht gut ist oder irgendwie du nicht toll bist. Das habe ich immer und immer wieder erlebt. Also das gibt es halt. Mhm. Und das ist heute anders. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass ich immer schon Personal Branding gemacht habe. Nur wir haben es halt nicht so genannt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch, ich habe auch vor 16, 17 Jahren meine PR-Tätigkeit aufgenommen, war damals auch in der Kölner Digitalagentur. Und damals ging es nämlich noch so eine Fresse in die Presse. Das war damals so die Devise, weil zu viel überfordert, ne? Und dann kam so Twitter, Instagram, ja. LinkedIn, ne? So, wow, okay. Und dann weiß ich auch noch, dass ich Tweets noch eine Woche im Voraus freigeben lassen musste. Weiß ich noch. Ja. Ne? Also ja. Das war damals, war das so. Das ist heute unvorstellbar. Und das war zum Beispiel damals schon meine Devise, Menschen reden mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Deswegen habe ich nämlich damals auch immer versucht, die Geschäftsführung, die Projektleiter, ne, diejenigen, die am Projekt gearbeitet haben, nach vorne zu bringen. Und wenn du es gerade schon sagst, das stimmt, absolut. Also und jetzt ist es ja so, eine Fresse in die Presse gibt es nicht mehr. Ne? Also jetzt ist es so, je mehr Mitarbeitende eigentlich eines Unternehmens nach vorne gehen, desto besser ist es, desto glaubwürdiger und auch, ja, wie würde ich sagen, auch sympathischer wirkt das Unternehmen, glaube ich, oder? Findest du nicht? Absolut, weil wenn du mal überlegst, wann bekommt zum Beispiel ein Kunde oder auch ein Mitarbeitender überhaupt mal einen ersten richtigen Eindruck davon, wie ein Unternehmen arbeitet? Am ersten Tag der Zusammenarbeit, am ersten Arbeitstag. Das heißt, vorher, die ganze Kommunikation vorher ist ja, was du gerade sagtest auch, bis auf den letzten Punkt abgestimmt, fein getuned, künstlich konstruiert. Und das hat sich tatsächlich auch sehr stark verändert. Also wenn ich mir heute die Recruiting-Seiten von Unternehmen anschaue, dann denke ich mir immer so, okay, es ist so 1990er. Über Mitarbeitende, die selber auch sichtbar werden, die uns teilhaben lassen an ihrer täglichen Arbeit, die uns Einblicke in ihren Fachbereich, in ihre Branche oder auch in ihr Unternehmen geben. Ich bekomme schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, mir Gedanken zu machen, ob ich für ein Unternehmen arbeiten möchte oder ob ich mit einem Unternehmen arbeiten möchte, Einblicke hinter die Kulissen. Und das ist so unfassbar wertvoll. Natürlich bringt es auch wieder Herausforderungen mit sich, weil du halt auch immer gucken musst, okay, was fabrizieren denn da eigentlich meine Mitarbeitenden? Aber dafür gibt es ja auch Spielregeln und Leitplanken. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist in dem Kontext, Kommunikation hat sich einfach verändert und jeder, egal ob Einzelperson oder auch Unternehmen oder Abteilung, muss sich mit diesem Gedanken anfreunden, dass Social Media nicht mehr verschwinden wird. Und dementsprechend ist auch mein Rat immer, befass dich doch mal mit dem Thema. Ne? Also selbst wenn du vielleicht skeptisch dem gegenüberstehst, warum bist du denn skeptisch? Vielleicht weißt du noch gar nicht alles oder vielleicht weißt du auch nicht, wie es richtig funktioniert. Informier dich doch einfach mal. Und ich muss gerade immer noch so grinsen über diesen Satz, Fresse in die Presse. War das eine Kölner Sache? Weil ich habe das ehrlicherweise bis heute noch nie gehört. Ja, und die Person, die diesen Podcast auch hört, wird wahrscheinlich lachen und sich erinnern. Ja, eine Fresse in die Presse, das war damals halt eben so, dass er die Geschäftsführungsebene spricht. Also wenn halt eben die Presse anfragt, ne? Genau, dass dann, weil am Ende, klar, der Journalist ist Gatekeeper, aber der Pressesprecher war auch der Gatekeeper, muss man sagen. Ne? Also, und der hat heute als Gatekeeper da gar nichts mehr verloren, meiner Meinung nach. Gut, wenn du in der AG bist, ist das nochmal eine andere mit Verpflichtungen und so, was du berichten musst. Aber wenn du ein KMU bist, ganz ehrlich, also dann bist du kein Pressesprecher mehr in meiner Sicht, sondern ein Pressemoderator. Im Endeffekt bist du jemand, der die Leute zusammenbringt zur richtigen Zeit, zum richtigen Thema, eventuell mit einer sehr guten Spürnase, um rechtzeitig da zu sein, weil der Druck auf dem Markt ist einfach unglaublich groß. Die Redaktionen verkleinern sich, die Themen häufen sich, die Zeit wird immer weniger. Also wie will man da dann überhaupt noch ein Thema bringen? Und je klarer ist, für welche Themen man persönlich steht, desto eher ist es natürlich auch für die Öffentlichkeit möglich, dich einzuschätzen, ne? Und da halt eben auch dementsprechend dich einzuladen, zum Beispiel als Themenmensch für bestimmtes Thema. Ne? Total. Ja, absolut. Ich finde den Satz sensationell.
Ja, früher und heute, ne? Du, sag mal, Mythos Personal Branding. Wir haben jetzt so oft schon über diesen Begriff gesprochen. Ich würde den gerne einmal ganz kurz mit dir aufräumen und dich fragen, was verstehst du genau darunter? Weil, bevor du das tust, ich bekomme häufig die Rückmeldung auch von Kundenseite, ich möchte keine Marke sein, ich bin ein Mensch. Und deswegen sträube ich mich grundsätzlich davor, Personal Branding zuzulassen. Mhm. So. Welches Argument oder welche Argumente können jetzt auch diese kritischen Kundinnen und Kunden überzeugen? Tatsächlich höre ich diesen Satz so nicht. Ich höre immer so Sätze wie, ich möchte mich aber selbst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte da nicht so eine Ego-Show draus machen und immer so mit Selfies und Bildern von mir selbst. Ja, das verstehe ich. Wenn mir jemand das Argument sagt, ich möchte meine Arbeit für mich sprechen lassen, ist mein Gegenargument immer, ja, aber deine Arbeit kann nicht sprechen. Wenn du nicht über deine Arbeit sprichst, kann im Worst Case sogar passieren, dass jemand anders sich deine Lorbeeren einheimst oder dass du eben übersehen wirst. Also ich kenne diese Skepsis gegenüber Personal Branding auch. Meine Kernzielgruppe sind Frauen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich von Frauen wirklich genau diese Sätze höre. Ich möchte mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich will da nicht so eine Ego-Show draus machen. Das ist doch alles nur Selbstdarstellung. Für mich ist es ganz einfach. Personal Branding ist ein Kommunikationstool, das dir helfen kann, deine Themen, deine Expertise sichtbarer zu machen. Du wirst sozusagen Fürsprecherin für dein Thema oder deine Expertise. Das heißt aber nicht, dass du im Zentrum der ganzen Kommunikation stehst. Du bist Fürsprecher, du bist Vermittler, du bist jemand, der nach draußen trägt, worum es eigentlich in deinem Thema, in deinem Fachbereich wirklich geht und wie du vielleicht auch mit deiner Expertise Bewegung oder Veränderung oder deine Branche, dein Thema vorantreibst. Und für mich ist immer ganz, ganz wichtig, ich zitiere unfassbar gerne diesen Satz von Jeff Bezos, du kennst ihn bestimmt auch, deine Personal Brand ist das, was andere Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. So. Yes. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass wenn Menschen irgendwo am Tisch sitzen, beim Mittagessen oder bei einer Abendveranstaltung und über das Thema Personal Branding sprechen, ich genannt werden möchte. That's it. So. Und dafür muss ich dafür sorgen, dass Menschen wissen, wer ich bin, was ich kann und wofür ich stehe. Und das ist dann sozusagen dieser Connect zu, ich bin eine Marke. Natürlich bin ich der Mensch hinter der Marke. Aber was verstehe ich unter Marke? Ich verstehe unter Marke im Grunde eine Schublade, in der ich drin liege, in der ganz klar verknüpft ist, was mein Thema ist, mein Fachbereich, meine Expertise. Und wenn Menschen irgendwo über dieses Thema sprechen, wird die Schublade aufgemacht und da ist Christina. Also für mich ist es gar nicht so, dieses Marke ist etwas Negatives, sondern im Gegenteil, Marke ist etwas, was verbildlicht oder versprachlicht, wer ich bin und was ich mache und was ich mitbringe. Und das kann ich ja selber entscheiden, wofür ich sichtbar sein möchte und wofür ich stehe. Und Personal Branding ist dann eben das Kommunikationstool, was mir erlaubt, diese Inhalte, diese Themen nach draußen zu tragen. Und vielleicht eine Anmerkung in dem Kontext, und das haben ganz viele Menschen nicht auf dem Schirm. Menschen reden über uns sowieso. Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen, Kunden, Kundinnen oder irgendjemand, der mal unseren Namen aufgeschnappt hat. Ist es da nicht viel hilfreicher, wenn diese Menschen, die über uns reden, auch ganz klar wissen, ah, guck mal, ja, Christina Richter, Sichtbarkeit für Frauen, Personal Branding. Dann können die mich ja viel einfacher ins Gespräch bringen und weiterempfehlen. Und das ist für mich die Essenz hinter Personal Branding. Und deswegen lasse ich dieses Argument, ich bin aber Mensch und keine Marke, auch einfach nicht gelten, weil schlussendlich wollen wir alle in irgendeiner Form gesehen werden für das, was wir tun, für das, was wir leisten, für das, was wir können. Und wir dürfen uns nicht darauf verlassen und nicht darauf ausruhen, dass irgendjemand anders das schon für uns erledigen wird oder darüber sprechen wird, sondern wir müssen proaktiv rausgehen und unser Umfeld im ersten Schritt wissen lassen, hey, hier bin ich, das kann ich, darin bin ich gut, das ist mein Thema, um dann eben in den Köpfen der Menschen auch im richtigen Kontext zu bleiben. Hell yes. Und das ist der Part, den ich mir dann rausschneide und mir immer wieder anhöre. Sehr gut. Sehr gut.
Wenn ich richtig mal eine Stütze gut brauche, da rede ich mir den Mund nicht fusselig. Ja, yeah, ist richtig, richtig gut, ja. Du hast aber auch mal erwähnt, dass eine starke Außenwirkung vor allem auch eine gute Innenschau benötigt, ne? Ja. Also sich selber gut zu kennen. Und da hast du auch gesagt, dass du regelmäßige Check-ins mit dir machst. Und ja, da ich das jetzt noch nicht herausgefunden habe, irgendwie hast du das, glaube ich, noch nicht gesagt. Wie machst du denn so ein Check-in mit dir persönlich? Mhm. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bevor du mit diesem Tool Personal Branding anfängst, sichtbarer zu werden, dass du dir wirklich einmal Gedanken machst, okay, wer bin ich jetzt eigentlich und wofür will ich eigentlich stehen? Und auch die Frage nach dem Warum. Warum will ich eigentlich sichtbar werden? Ja. Und mit den Check-ins habe ich angefangen, weil mir auf dem Weg von meiner Angestelltenzeit in meine Selbstständigkeit aufgefallen ist, dass ich immer nur Männer sichtbar gemacht habe. Immer den Geschäftsführer, immer den Vorstand und das waren immer Männer. Und meine erste Kundin als Selbstständige war eine Frau, eine Führungsfrau. Und ich war total geflasht, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, ihre Botschaften nach draußen zu tragen, sie auf Panels oder auf Vorträgen zu sehen, sie in den Medien zu sehen, sie auf Social Media zu sehen. Mit ihr habe ich damals angefangen, LinkedIn zu nutzen, 2015, 2016. Also sie war sozusagen die Erste, die dann die digitale oder die Social Media Welt für mich so richtig eröffnet hat. Mhm. Und das war so ein krasser Game Changer und sie war oftmals die einzige Frau auf den Panels, in den Medien zu dem Thema. So, und dann war es so ein bisschen dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, das ist ganz oft so, dass da immer nur eine Frau sitzt oder vielleicht auch gar keine Frau. Und es hat angefangen, mich zu stören. Und es kamen dann immer so Argumente auf, wie, ne, also hier 5 Männer auf dem Panel, habt ihr keine Frau gefunden? Ja, nee, wir haben wirklich keine gefunden. Ja, hättet ihr besser suchen müssen. So. Und ich bin dann auch erstmal so richtig draufgegangen. Ja, dann hättet ihr besser suchen müssen, hättet ihr besser recherchieren müssen oder besser fragen müssen. Und dann ist mir aber parallel zu meinem eigenen Ärger aufgefallen, dass ganz oft Frauen Nein sagen. Also, dass Frauen angesprochen werden und gefragt werden, ne, ich würde dich gerne auf meinem Panel haben, würdest du dazukommen? Oder ne, ich hätte dich gerne für ein Interview, möchtest du dazukommen? Und dann habe ich tatsächlich erlebt, nee, ich weiß ja nicht, ob ich immer alles richtig beantworten kann. Ich weiß ja nicht, ob das so 100% mein Thema ist. Die finden bestimmt jemand Besseren zu dem Thema. Ich sehe ja klar, einen anderen Mann, super. Und das war für mich der Motivator, wirklich zu sagen, ich möchte Frauen sichtbar machen. Das heißt nicht, dass ich nie mit Männern zusammenarbeite, aber die müssen mich schon echt überzeugen und müssen irgendwie was mitbringen, wo ich sage, ja, du bist cool, dich möchte ich auch sichtbar machen. Aber das hat für mich dieses Warum ganz, ganz stark geklärt. Ich möchte Frauen sichtbar machen, weil ich glaube, wir brauchen einfach eine stärkere weibliche Stimme in den Medien, auf Social Media, auf den Bühnen. Ja. So. Stark. Und dieses Warum checke ich eben regelmäßig ein. Also Arbeit verändert sich, Alltag verändert sich, das Umfeld verändert sich. Und ich mache alle paar Monate für mich so einen kleinen Check-in, zahlen meine Inhalte auf mein Warum ein, spreche ich die richtigen Menschen an. Stehe ich eigentlich noch immer hinter diesem Thema? Hat sich irgendwas verändert? Braucht man mich vielleicht nicht mehr? Von dem Tag träume ich übrigens, ne, dass man mich nicht mehr zum Thema sichtbare Frauen braucht. Und das ist so ein bisschen dieses, ich mache dann wirklich, nehme mir 1-2 Stunden oder einen halben Tag Zeit, reflektiere mal so ein bisschen mein Content, meine Kundenarbeit, meine eigenen Vorträge, was ist so passiert in den letzten Monaten und gucke wirklich, zahlt das alles auf mein Warum ein? Ist mein Warum immer noch mein Warum oder hat sich das verändert? Und bis jetzt muss ich sagen, die letzten Jahre hat es sich nicht verändert und ich bin auch da immer zufrieden mit dem Check-in gewesen, aber das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also hinterfragt wirklich mal, warum wollt ihr sichtbar sein? Wozu wollt ihr gesehen werden? Was ist so euer Wirkungskreis? Und dann wirklich alle paar Monate mal einen kurzen Check-in machen. Passt es für euch? Seid ihr damit noch zufrieden und glücklich? Ne? Da kommt wieder Happy Person mit rein. Ne? Also fühle ich mich damit immer noch wohl. Und solange das ein Jahr ist, mache ich genauso weiter. Ja,
Und es ist so wichtig, diese Innenschau, sich dafür auch die Zeit zu nehmen, jetzt mal ohne Mist, ne? Weil ich meine, ansonsten macht ja Personal Branding total Spaß, weil es ist halt immer, man sieht sofort, was man da veröffentlicht, ne? Man merkt Reaktion, vielleicht auch keine. Man hat auf jeden Fall immer sofort ein Gefühl dabei, was sich damit einstellt, ne? Aber bei der Innenschau ist es ja erstmal nur für sich selbst und es ist erstmal sich zu überlegen, was, ne? Und es ist spannend, die Frage hast du schon beantwortet, weil ich wollte fragen, ändert sich dein Warum auch mal? Du hast es ja mit einem Ja beantwortet. Also deswegen, das stelle ich bei mir auch fest, weil je nachdem, welche Lebenslage du hast, ändert sich auch dein Warum. Das ist ja total klar. Also und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann umschmeißt. Also aus den richtigen Gründen. So, ne? Und lustig ist, du hast auch gerade gesagt, so in einem kleinen Nebensatz, aber den will ich nochmal hervorholen. Und zwar, wenn man mich zum Thema sichtbare Frau nicht mehr braucht, dann ist das ein Traum für mich. Mhm. Und genau so, muss ich jetzt sagen, geht es mir auch mit Mut zur Persönlichkeit, weil das Beste wäre, dass wir gar nicht mehr über Mut zur Persönlichkeit sprechen, sondern es einfach leben. Und jetzt natürlich passend dazu die Frage an dich, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Das ist natürlich super an mein Thema gekoppelt, weil Personal Branding soll ja dazu beitragen, dass ich eine Sichtbarkeit aufbaue, die meine Persönlichkeit widerspiegelt. Wie ich meine Persönlichkeit dann austariere, also viele Menschen möchten gerne zu ihrer beruflichen Persönlichkeit sichtbar werden, also zu ihrem beruflichen Wirken. Aber alles, was wir tun als Menschen, da fließt ja unsere Persönlichkeit immer automatisch mit rein. Deswegen trenne ich das nicht automatisch. Andere Menschen möchten vielleicht zu einem Thema, wo sie ehrenamtlich aktiv sind, sichtbar werden bringen da sozusagen ihr ganzes Herzblut und ihre Passion mit rein. Aber schlussendlich, ein Schritt in die Sichtbarkeit ist immer mit Mut verbunden. Also auch da wieder, ich kann vor allem für meine Zielgruppe Frauen sprechen. Ich habe das Gefühl, dass wenn Männer auf mich zukommen, um mit mir an ihrer Personal Brand zu arbeiten, die ganz klar schon wissen, das sind meine Themen, darin bin ich richtig gut und dafür möchte ich jetzt einfach sichtbarer werden. Bei Frauen habe ich ganz oft das Gefühl, ich muss sie erstmal davon überzeugen, was sie richtig gut können und womit sie auch sichtbar werden können. Also auch da dieser Connect, wirklich einmal in sich zu horchen, was macht mich eigentlich aus, worin bin ich eigentlich richtig gut und wie kann ich das dann auch nach draußen tragen? Das ist ein großer Schritt, vor allem für ganz, ganz viele Frauen. Und ich pauschalisiere hier auch. Ich weiß natürlich, dass es immer Ausnahmen gibt, ne? Es gibt genauso Frauen, die wirklich mutig sind und rausgehen und für ihre Sache kämpfen. Es gibt genauso Männer, die skeptisch sind und zurückhaltend sind. Aber so im Groben die Tendenz, würde ich schon sagen, sind Frauen Sichtbarkeit gegenüber eher kritisch und zurückhaltend eingestellt. Da wirklich rauszugehen, diesen Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen, das ist für mich im Prinzip der Connect zu Mut zur Persönlichkeit. Weil in dem Augenblick, wo ich das sichtbar mache, wer ich bin und was ich kann, erlebe ich natürlich unterschiedliche Reaktionen. Die einen finden das toll, ich werde Vorbild, ich kann andere motivieren und inspirieren. Natürlich aber gibt es auch immer Kritiker, denen ich mich dann auch stellen muss. Das heißt, auch diese Frage nach dem, warum will ich eigentlich sichtbar werden, ist so wichtig, weil wenn es mal einen schlechten Tag gibt oder du wirklich mal in die Situation eines Shitstorms kommst, wenn du genau weißt, warum du sichtbar werden willst oder warum du sichtbar bist und was der dein Cause oder dein Drang dahinter ist, dann kannst du damit auch umgehen. Das kannst du aber nicht, wenn du einfach angefangen hast, mal auf LinkedIn zu posten, weil man das jetzt gerade so macht. So, und das ist eben auch, diese Grundlagenarbeit ist so wichtig. Und Mut zur Persönlichkeit ist für mich wirklich dieser Schritt in die Sichtbarkeit. Jeder, der das macht, ziehe ich den Hut vor. Das ist geil, ist toll. Ja, von dir kann man ja auch den Hut ziehen. Du bist ja auch sehr in der Öffentlichkeit. Das heißt, du hast auch sehr, sehr viel Mut zur Persönlichkeit, laut deiner Definition, was ich ja absolut so finde. Deswegen bist du ja bei mir zu Gast. Aber sag mal, wie hast du denn deinen eigenen Mut entwickelt? Also du hast schon gesagt, ein starkes Warum ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, diese Check-ins mit dir selbst. Gibt es vielleicht auch noch etwas, was nicht direkt mit dir zu tun hat? Weiß nicht, ist es vielleicht auch das Umfeld, was dich bestärkt? Oder was gibt es noch für Bausteine auf dem Weg zu mehr Mut? Tatsächlich sehr stark das Umfeld. Ich bin ganz offen,
ich muss mich nicht jeden Tag auf LinkedIn sehen. Ich muss auch nicht jeden Tag mein Gesicht auf LinkedIn sehen. Ich weiß aber, dass das etwas ist, was funktioniert. Also mache ich es auch, denn ich verstehe natürlich, wie Kommunikation auf Social Media funktioniert und dementsprechend kann ich mich da jetzt auch nicht komplett zurückziehen. Aber ich habe jetzt gerade gestern mal meine letzten 5, 6, 7 Posts durchgescrollt und es sind alles Textposts und sie funktionieren. Sie funktionieren richtig gut. Das heißt, es muss nicht immer das Selfie oder das Selbstporträt sein, so, aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es gesehen wird und ich will ja, dass meine Inhalte gesehen werden. Ich schreibe die ja nicht für meine eigene Schublade oder weil ich Langeweile habe, sondern ich möchte damit ja Menschen erreichen. Und dafür muss ich eben auch die Dynamik von Social Media verstehen. Und wenn ich die verstanden habe, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. So. Aber schlussendlich hat mich sehr stark mein Umfeld in die Sichtbarkeit getrieben. Und ich nutze bewusst dieses Wort getrieben. Ich war als PR-Managerin, PR-Referentin, je nachdem, wie du es nennst, immer die Frau hinter den Kulissen. Mein Chef war derjenige, der auf der Bühne, in den Medien und in der Sichtbarkeit stand und ich habe im Hintergrund alles orchestriert und die Fäden gezogen, die Themen entwickelt und dann eben auch mit den Journalisten die Kontakte gepflegt und dafür gesorgt, dass er Sichtbarkeit bekommt. So. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit fallen ja zwei Dinge weg. Zum einen der Arbeitgeber, der dich mit Arbeit versorgt. Und zum anderen das Netzwerk, was du für die Firma aufgebaut hast. Das heißt, ich habe festgestellt, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich ein eigenes Netzwerk und ich bin auch nicht sichtbar. Und diese beiden Dinge haben im Prinzip dafür gesorgt, dass ich diesen Schritt in die Sichtbarkeit gegangen bin. Und dann auch der Punkt, ich kann nicht anderen Frauen sagen, hey, du musst mal sichtbar werden und es selber nicht sein. Also ne, I have to walk the walk. Anders funktioniert es halt einfach nicht. Und ich habe aber auch da meinen Weg und meinen Stil gefunden und etabliert. Und du hast vorhin auch so schön gesagt, ich bin kritisch, aber nicht laut. Das ist genau das, was ich auch versuche mitzugeben. Nicht alles, was auf LinkedIn passiert, ist Personal Branding. Nicht alles, was auf LinkedIn passiert, ist auch richtig. Sichtbarkeit ist auch nicht gleich Sichtbarkeit. Es gibt einige sehr sichtbare Menschen, von denen ich keine Ahnung habe, für was sie stehen, beziehungsweise wie sie ihr Geld verdienen. Ergo, was ist ihre Brand, was ist ihre Marke, was ist ihr Erkennungszeichen? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. So, das heißt auch da, es ist immer ganz wichtig, das Thema auch differenziert zu betrachten und dann eben auch differenziert zu betrachten, was ist jetzt eigentlich dein Warum, warum machst du das? Das kann für jeden unterschiedlich sein. Und wenn du dann einfach nachmachst, was andere machen, kannst du in die völlig falsche Richtung laufen. Absolut. Ah, oh, du, da sprichst du gerade einen Struggle an, den ich allzu gut kenne und mit dem ich bis heute auch zu tun habe. Also ich bin noch längst nicht fertig. Und zwar dieses, dass du im Endeffekt ja den Rahmen schaffst fürs Bild. Ne? So, das ist im Endeffekt deine Profession. Das ist ja auch, wenn du angestellt bist, ist das ja auch dein Job. So, jetzt ist es aber so natürlich, wenn du angestellt bist oder selbstständig, das ist eigentlich genau gleich, musst du ja lernen, selbst zum Bild zu werden. So. Ja. Und schaffst dir einen Rahmen. So, aber der bist du nicht selbst, sondern du suchst dir Netzwerk, du suchst dir Formate, du suchst dir das so zusammen. Und das muss ich sagen, das ist wirklich schwer, aber das wiederum, ich weiß zum Beispiel, wie ich funktioniere. Und ich glaube, jeder funktioniert ja auf seine eigene Weise. Und es ist super spannend und auch sehr erfüllend zu sehen, wenn man dann die Rahmen zum Bild werden lässt. Also das ist wirklich, also das erlebst du ja auch und ich muss selber sagen, da habe ich selber dann auch erst durch das Tun gemerkt, was mein Warum ist tatsächlich, weil ich hatte es am Anfang noch nicht und dann dachte ich, wow, okay, mein Problem ist auch das Problem von ganz vielen anderen. Ja. Ne? Weil wir brauchen die Sichtbarkeit vor allem, um auch Vertrauen zu schaffen, Glaubwürdigkeit, ne? Also weil es gibt einfach so viel da draußen und wir können die Spreu vom Weizen ja auch nicht mehr unterscheiden. Ne? Also nicht auf den ersten Blick. Ne? Und wenn man dann nur nach schönen Bildern geht, dann ist das umso schwieriger. Du, sag mal, ich hab einige Fragen, weil ich hatte die Community ja vorher gefragt nach Fragen, die sie dir stellen wollen. Ich habe einige anonym schon eingebunden, aber eine möchte ich nicht anonym stellen. Und zwar ist das von der lieben Anouk Ellen Susan. Die war nämlich in Folge 7 auch bei mir zu Gast. Und sie hat die Frage gestellt, welchen Ratschlag oder welchen Impuls gibst du deinem jüngeren Ich zu einem Zeitpunkt, dass du ihn gut hättest gebrauchen können und mit dem Wissen und der Erfahrung, die du heute hast? Tough one, Anouk, vielen Dank. Ja, eine sehr gute Frage, Anouk. Also definitiv gehe nie davon aus, dass andere Menschen
wirklich verstehen, wer du bist und was du machst, wenn du selber nicht darüber sprichst. Also tatsächlich das, was ich heute beruflich tue und mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich das ein oder andere in meiner beruflichen Laufbahn vielleicht anders entschieden oder mich da auch anders hingestellt oder mich anders positioniert. Also tatsächlich bau dir dein eigenes Netzwerk so früh wie es geht, und zwar dein Netzwerk und nicht das für deinen Arbeitgeber oder für irgendjemand anderen. Und umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp, den ich mir geben würde. Also ich habe das Gefühl, dass ich früher auch mitunter so ein bisschen diesem Trend unterlegen war. Ich schaue mal, wer so die most popular people sind, und dann versuche ich da irgendwie dran zu kommen. Und ganz oft waren aber die most popular people auch the most toxic people. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich weiß, dass ich nicht jedem gefallen werde, und das will ich auch gar nicht und das muss ich auch gar nicht. Und dementsprechend kann ich zum Beispiel auch mit Kritik super umgehen, weil ich immer erstmal kurz stehen bleibe und mir angucke, okay, wer kritisiert mich gerade? Wer bist du? Wer bist du für mich? Interessierst du mich? Bist du mir wichtig? Ja, nein, ergo nehme ich die Kritik an oder ich ignoriere sie einfach. Und das hätte ich gerne früher gewusst. Also dieses Netzwerk aufbauen für mich selber, über meine Arbeit sprechen und auch wirklich dafür sorgen, dass Menschen wissen, was ich tue und was ich für einen Beitrag leiste zum Team, zum Unternehmen. Und eben auch, umgib dich nicht mit Menschen, die dir nicht gut tun. Ja, sehr gut. Anouk, ne? Da haben wir jetzt was rausgekitzelt. Sehr schön. Ja, spannend. Also, weißt du, es ist ja auch oft, also ich selber habe so ein Thema, nämlich Knoten im Kopf lösen. Das ist so ein bisschen, das ist so, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich selber bin auf die Idee gekommen vor ein paar Jahren, als ich so ein bisschen Improvisationstheater gelernt habe, und finde, das hilft doch extrem, um die Kommunikation ins Laufen zu bringen, um da mal so ein bisschen lockerer darüber nachzudenken, in welchen Formaten und welchen Inhalten kann ich jetzt das, wofür ich stehen möchte, so ausarbeiten. Und sag mal, wie schaffen wir es denn aus deiner Sicht, uns zu ändern, also auch von alten Mustern loszulassen? Hast du da auch so eine Methode oder einen speziellen Ansatz oder Tipps für uns? Ich glaube, wichtig ist zu erkennen, wenn sich so ein Muster auftut. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich die Lösung, wie wir das erkennen. Also mir fällt manchmal auf, dass ich manche Dinge tue und dann hinterfrage ich sie halt irgendwann, weil ich von irgendjemand anderem mal gehört habe, dass er oder sie das anders macht. Also da lasse ich auch ganz oft Impulse von außen auf mich wirken, weil ich selber hinterfrage ja nicht jeden Tag, was ich tue, sondern ich mache es ja einfach so. Und wenn mir dann zum Beispiel jemand begegnet, der Dinge ganz anders macht, als ich sie mache, dann fange ich an zu hinterfragen, warum mache ich die eigentlich so, und wäre das nicht eigentlich viel cooler, so wie diese andere Person das macht, so. Also sprich, einmal diese Erkenntnis überhaupt gewinnen, was vielleicht ein Muster ist oder was vielleicht auch ein Mindset ist, und dann proaktiv dran arbeiten. Das kann entweder alleine funktionieren oder mit einem Sparringspartner oder einer Sparringspartnerin. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe seit mittlerweile 2,5 Jahren einen Business Buddy, so nenne ich sie. Und wir haben uns angewöhnt, jeden Freitag, also heute kommt es auch noch, uns gegenseitig eine Sprachnachricht zu schicken mit den Highlights unserer Woche. Weil ich irgendwann mal gesagt habe, boah, die Woche ist schon wieder nichts Tolles passiert und super anstrengend, super nervig. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr gesprochen, was denn so los war. Und dann meinte sie irgendwann so, Christina, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Das ist doch total cool. Du hast das gehabt, das ist passiert, das ist passiert. Und ich dachte nur so, ja, stimmt eigentlich. Nur ich habe es halt nicht als was Besonderes wahrgenommen und habe es halt einfach so runtererzählt. Und das hat eben dazu geführt, dass wir uns jetzt jeden Freitag, und das wirklich seit 2,5 Jahren, jeweils eine Sprachnachricht sprechen. Wir verabreden uns nicht zum Telefonat, weil das schaffen wir dann halt nicht jede Woche. Aber eine Sprachnachricht kann man immer irgendwo on the go erzählen. Und alleine dieses, ich erzähle ihr, was diese Woche Tolles passiert ist, bringt schon für mich eine gute Reflexion mit sich. Und gleichzeitig aber auch bekomme ich von ihr ein Feedback. Und das ist so krass teilweise auch, was sie mir für ein Feedback gibt, wo ich dann auch merke, okay, das war eine richtig gute Woche oder da war viel mehr drin, als ich gedacht habe. Und das war so ein Punkt. Ich habe gemerkt, dass ich immer mich auf die zwei negativen Sachen fokussiert habe. Und durch diese Routine haben wir eben uns gegenseitig dabei geholfen, das Positive in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass man etwas macht,
ist erstmal der erste Schritt. Und dann gucken, wie kann ich es lösen? Kann ich es alleine lösen oder hole ich mir jemanden dazu? Und ich meine, gut, wenn wir es auch im Sparring nicht hinbekämen, gäbe es immer noch die Möglichkeit, sich professionell Unterstützung zu holen, vielleicht mit einem Coach. Das wäre dann sozusagen der dritte Weg. Aber ich glaube, ja, die Erkenntnis und dann aktiv daran arbeiten sind für mich so die Schritte, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Ja, spannend, wo du gerade auch sagtest, ne, wir fokussieren uns bei 100 guten Dingen auf die 2 schlechten. Ja. Das ist ja eigentlich total albern und erinnert mich auch an ein Kapitel eines Buches, was ich jetzt im Urlaub gelesen habe. Und zwar Die Kuh, die weinte. Dieses Buch wurde mir out of the blue einfach von einem Bekannten zugeschickt. Und wir haben uns auch das erste Mal eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Und er hat mir dieses Buch zugeschickt. Christian, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und meinte, du musst dieses Buch lesen. Wie gesagt, Die Kuh, die weinte, und da gibt es das erste Kapitel und das ist das, die Geschichte über die Backsteinmauer. Und das ist nämlich genau das. Würde zu weit führen, aber ich werde das Buch auch gerne verlinken. Nicht nur dieses Buch werde ich gerne verlinken, sondern auch dein Buch, liebe Christina, werde ich verlinken. Weil da hast du ja auch noch ganz, ganz viele Tipps und Tricks zum Thema sichtbare Frauen. So nutzt du LinkedIn und Co. als Karrierebooster. Und wir sind noch nicht am Ende. Es klingt schon so. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber wir kommen allmählich doch zum Punkt. Ich habe traditionell immer ein kleines Feuerwerk. Und da splash ich dir 2 Begriffe und du entscheidest dich für einen. Okay? Mhm. Bist du bereit? Bin sehr gespannt. Absolut. Let's go. Also, let's do it. Berge oder Meer? Meer. Mhm. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Schon laut. Mhm. Analog oder digital? Digital. Tough choice. Ja. Ja. Text oder Bild? Text. Netzwerken online oder face-to-face? Oh, face-to-face. Immer face-to-face. Ja. Yes. Innenschau oder Außenwirkung? Innenschau. Mhm. Strategie oder Spontanität? Also mal so, aber ich bin trotzdem ein Verfechter von Strategie, weil ich glaube, dass sie einem hilft, auch spontan sein zu können. Sehr gut. Haltung oder Zurückhaltung? Haltung. Immer Haltung. Rückgrat ist so wichtig, merken wir ja gerade auch in der heutigen Zeit. Perfekt oder authentisch? Authentisch. Was ist dein Lieblingsgericht? Oh, habe ich sowas überhaupt? Also ich lege sehr viel Wert auf gutes Essen. Ich esse unfassbar gerne und ich esse unfassbar gerne gut. Und gut kann auch bedeuten, der Eintopf meiner Tante. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so das. Aber wenn ich sagen müsste, wozu ich hintendiere, dann ist es die vietnamesische Küche. Aber da gibt es nicht so ein Gericht, wo ich wirklich sage, okay, das muss es sein. So leicht wie Gemüse. Auch ein bisschen pflanzlich, ne? Lecker. Ja, gut. Und auf welchen Lieblingsdrink lässt du dich gerne einladen? Zum Beispiel von mir. Habe ich einen Lieblingsdrink? Ah, du stellst Fragen. Ja, ich sag dir, hast du eine liebe Antwort. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Also, es kommt drauf an, aber ich bin auch ein Freund von alkoholfreien Drinks. Also, ich mag das sehr, sehr gerne. Und es gibt ja auch zu Gin Tonic die alkoholfreie Alternative. Insofern würde ich das bevorzugen, weil das so schön bitter ist auf der Zunge. Oder was ich auch sehr, sehr lecker finde, wenn es dann in die alkoholische Richtung geht. Und den habe ich erst, dank Sabine Georg, war auch im Podcast, entdeckt in Hamburg, in der Hotelbar, Espresso Martini. Oh, da könnte ich für sterben. Das ist so lecker, wirklich. Also wenn du da deinen Drink bestellst, bestelle ich mir einen Espresso Martini. Das ist eine richtig coole Sache. Espresso Martini finde ich auch gut. Ich merke aber, während ich dir zuhöre, ich bin nicht so der Cocktail- oder Longdrink-Typ. Mhm. Ich bin Weintrinkerin, was aber auch daran liegt, dass meine Familie in Kroatien Winzer sind. Meine Mutter ist Kroatin und wir sind schon immer Weinbauern gewesen. Und ich liebe den Rosé meiner Familie. Den kriegst du nur leider hier nicht. Deswegen könntest du mich darauf nicht einladen. Ich könnte dich aber darauf einladen, wenn wir uns persönlich sehen. Dann bringe ich nämlich einfach eine Flasche mit. Oh, Wahnsinn. Kannst du dir denn auch vorstellen, Winzerin zu werden, sag mal?
Also ich helfe jedes Jahr bei der Weinernte. Es ist knochenharte Arbeit. Dagegen ist das, was wir tun, wirklich extrem gemütlich. Und was mich bei der Arbeit immer noch oder generell, also egal ob Winzer oder auch egal Landwirtschaft, in welchem Bereich, du hast immer das freie Radikal Wetter. Und ich habe so einen krassen Respekt davor, weil wenn ich überlege, die Weinernte ist in der Regel im September, September in Oktober hin. Und ab Anfang August sind alle immer am Zittern, wenn irgendwo Gewitterwolken aufziehen, weil alle Angst vor Hagel haben. Der Hagel könnte innerhalb weniger Minuten die komplette Arbeit eines gesamten Jahres platt machen. Und auch meine Familie, es ist ein kleines Unternehmen, ein kleines Familienunternehmen, denen würde dann im Prinzip ein komplettes Jahr an Einkommen einfach verloren gehen. Und das ist so ein freies Radikal. Das haben wir in unserer Arbeit nicht. Natürlich haben wir in unserer Arbeit auch wirtschaftliche Umstände, die dazu sorgen, dass wir vielleicht mal weniger oder mal mehr Kunden haben oder Aufträge bekommen. Aber Wetter ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Und allein deswegen, ich glaube, dafür hätte ich nicht die Nerven. Und es ist knochenharte Arbeit. Also Weinernte, der erste Tag klingt immer noch sehr romantisch, ne? Wir gehen aufs Weinfeld, wir frühstücken erstmal zusammen und dann fangen wir an. Aber so nach 3 Stunden habe ich Rücken, habe ich Schultern, habe ich Arme, habe ich Absolut. Knie, ne? Weil die Schwerkraft zieht die Trauben nach unten und du bist eigentlich den ganzen Tag in einer sehr unbequemen Haltung. Nee. Also ich trinke den Vino gerne, ich helfe gerne bei der Weinernte, aber das ganze Jahr über, glaube ich, könnte ich es mir nicht vorstellen. Aber guck mal, wie viele Wein trinken und nicht wissen, dass es wirklich so knochenharte Arbeit ist, ne? Also, da muss ich sagen, auch wirklich jeden Schlucken, den ich trinke. Ich habe ein Mini-Praktikum gemacht bei Eva Vollmer in Mainz. Wir waren 2 Tage von morgens bis abends auf dem Weinberg mit ihr und ihrer Mama. Und das war wirklich hart für mich, ja? Also, sie lacht wahrscheinlich jetzt drüber, aber es war echt, also die Hände schunden komplett, ja? Aber ich liebe es trotzdem und muss sagen, ist mal schön, das mal mitzumachen, um zu verstehen, das ist etwas, was man wirklich wertschätzen muss. Und davon rede ich jetzt nicht, die Riesenproduktion in Eisenfässern, wo Nein. alles irgendwie nur industriell gefertigt wird, sondern von den Familienbetrieben. Und da kann ich nur sagen, Hut ab und vor allem, da hilft die ganze Familie und stark, weil ich wusste das gar nicht, Christina, das ist ja geil. Also, ich freue mich auf den Wein, da musst du ihn mitbringen. Das ist kein Thema, das kriegen Sehr wir hin, schön. auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Finale und der letzten Frage und auch dem Warum, was ja so wichtig ist und auch immer am Anfang steht. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit, Christina? Weil wir sonst eine Armada von Klonen oder Robotern wären. Es ist die individuelle Persönlichkeit, die uns ausmacht, die uns unterscheidet. Derer sollten wir uns meines Erachtens gerade in der heutigen Zeit stärker besinnen. Und du hattest die Frage nach Haltung oder Zurückhaltung gestellt. Wenn ich weiß, was meine Persönlichkeit ist, wer ich bin, wie ich ticke, was mich bewegt, dann wünsche ich mir auch, dass ich dazu stehe und dass ich diese Haltung zeige. Und es wird ja gerade sehr, sehr viel von der stillen Mitte gesprochen. Und ich glaube, dass vielen im Alltag diese Persönlichkeit, die wir ja alle in uns tragen, so ein bisschen auf Seitengleis gestellt wird. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube, dass Mut zur Persönlichkeit wirklich auch ein in sich hineinhorchen ist. Was will ich eigentlich und bin ich jetzt eigentlich mit dem zufrieden oder nicht? Oder warum bin ich eigentlich so unzufrieden? Und wie kann ich das auch ändern? Also auch dieses nicht immer darauf warten, dass irgendwer von draußen es richten wird, sondern wir sind ja alle unseres eigenen Glückes auch in gewisser Weise selber Schmied. Und natürlich kann ich mich jetzt hinsetzen und jammern und sagen, oh, ist alles blöd. Oder aber ne, ich stehe auf und mache was draus oder mache vielleicht was ganz anderes. Und das würde ich mir wirklich mehr wünschen. Und da ist dann eben auch der Aspekt Mut zur Persönlichkeit so unglaublich wichtig und hilfreich. Vielen lieben Dank, Christina. Gibt es irgendeine Frage, die du gerne beantwortet hättest, wo du sagst, ach, das wäre jetzt schade, wenn wir da nicht drüber reden? Oder war das für dich auch soweit ein schönes Gespräch? Du hast so coole Fragen gestellt. Also mir würde jetzt spontan definitiv nichts einfallen, was in irgendeiner Form hier noch reinpassen würde. Von daher, ich fand, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast und vor allem, dass du wirklich auch so coole Fragen gestellt hast, die eben nicht nur, sag ich mal, auf ein Thema eingehen, nämlich nur das Fachliche, sondern auch diese Verknüpfung zum Persönlichen. Ich fand's mega. Ich habe richtig viel Spaß gehabt mit dir.
Vielen, vielen Dank, Christina. Und ich hoffe, ihr habt auch alle schön viel Spaß gehabt und schaltet auch gerne wieder das nächste Mal ein oder ins Archiv. Da gibt es ja ein paar hundert Folgen, nicht ein paar hundert, aber über 100 Folgen. Und kurze Info, es gibt unsere Podcast-Folge auch auf YouTube, nämlich als Videocast sozusagen. Einfach Mut zur Persönlichkeit suchen, da findet ihr das schon. Und, also es ist der YouTube-Channel von @CorporateKitchen, aber wie gesagt, Mut zur Persönlichkeit und Christina eingeben findet ihr sofort. Und es gibt auch einen klitzekleinen Hintergrundbericht inklusive Zitaten unter mutzurpersönlichkeit.de. So, wenn es euch gefallen hat, Like, Beitrag teilen, ne? Christina, da freuen wir uns, wenn ihr auf dabei helft, Fall. Auch mehr Menschen und vor allem auch Frauen in diesem Sinne und in dieser Folge zu ermutigen, sichtbarer zu werden. Also ganz, ganz liebe Grüße aus Köln. Tschüss und bis bald. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.